Am Anfang bin ich immer etwas steif. Hallo, ihr Lieben. Am Anfang bin ich immer etwas steif und eigentlich müsste ich jetzt vorher mal eine halbe Stunde Probe reden, damit ich ein bisschen lockerer werde und dann habt ihr mehr Spaß bei der ganzen Geschichte. Aber am Anfang, da fühle ich mich immer so ein bisschen reserviert, ja, als würden wir uns gerade erst kennenlernen. Genau. Ja, das letzte Mal habe ich mich auf die Menschen hinter der HiFi-Anlage oder vor der HiFi-Anlage, vor der HiFi-Anlage bezogen, also auf die HiFi-Typen, auf euch, die der Musik zuhören. Und ich war total überrascht, wie gut das Video bei euch angekommen ist, weil ich habe mir gedacht, ob ihr mich vielleicht nicht am Scheiterhaufen verbrennen werdet. Aber offensichtlich war es doch, ihr seid alle lieb zu mir, das ist voll nett. Übrigens, der Frank baut gerade ein echtes Monster, ein Viech. Ihr müsst euch das unbedingt ansehen. Das ist eine ganz eine böse Partie. Bis sowas wie Dabolido mit effizienten Chassis. Also ich glaube, das wird ein echtes Monster, was er da baut. Sehr interessant. Heute drehe ich jetzt das Ganze ein bisschen um. Heute drehen wir den Spieß um und haben wir vorher über die HiFi-Typen, über die Leute vor der HiFi-Anlage gesprochen, sprechen wir heute über die Musik. Ja, das ist ja auch, was machen wir denn ohne Musik? Wenn wir nicht schöne Musik haben, wie können wir unsere HiFi-Anlage genießen? Und das stimmt schon, es waren ein paar Kommentare von euch. Übrigens, vielen Dank über die so nette Kommentare. Ich habe mich megamäßig gefreut. Die ganzen doofen Kommentare sind diesmal ausgeblieben. Es haben zwei, drei Leute ganz einfach kommentiert, dass eigentlich auch der Typ Musikhörer, also der eigentlich nur die Musik hören will und dem die HiFi-Anlage ziemlich wurscht ist. Ich kenne den Typ ehrlich gesagt nicht, die habe ich noch nie getroffen, aber ich finde zumindest, wir sollten diesen Typen erwähnen. Ja. Leute, denen es nur um die Musik geht und denen die HiFi-Anlage wurscht ist, oder mehr wurscht oder weniger oder vielleicht sogar auch wichtig, ich weiß es nicht. Ich muss diesen Typen, muss ich im Kopf noch ein bisschen, aber es hat auf jeden Fall Kommentare gegeben. Was ich lustig gefunden habe, wie zum Beispiel, es gibt Leute, die verwenden die Musik, um ihre HiFi-Anlage zu hören. Und es gibt Leute, die verwenden die HiFi-Anlage, um ihre Musik zu hören. Also so etwa diesen Scherz. Und ja, es ist schon der HiFi-Typ Musikliebhaber. Den könnte man eigentlich dazu nehmen. Der war eigentlich wichtig. Ja, aber heute geht es um die Musik. Ich werde ein paar Juwelen bringen, wobei heute möchte ich es Juwelen des Internets nennen, weil manchmal ist bei einer Musik nicht nur die Musik wichtig, sondern auch das Bild, ja, das sogenannte MTV-Phänomen, wenn MTV, Music Television, das Radio verdrängt hat, ja, weil man schaut Videos gern. Schauen ist immer interessant. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nenne es heute mehr die Juwelen des Internets, weil so manche Stücke sind einfach mit dem Bild noch viel interessanter, als wenn man nur die Musik hört. Wobei ich es ein bisschen ausweite und auch eben nicht nur reine Musik nehme, sondern auch interessante Videos. Einfach Juwelen des Internets. So, haben wir da jetzt irgendwas vergessen? Oder haben wir das jetzt so gemacht, wie wir es machen wollten? Fangen wir mit Björk an. Ich bin alt, also ein alter Björk-Fan, aber ich bin ein Fan von der jungen Björk und nicht von der alten Björk. Also die alte Björk ist für mich einfach schon, wie soll ich sagen? Also ich kann mich jetzt zum Beispiel nicht mit den Leuten identifizieren, die sich auf Straßen kleben. Es gibt in unserer Gesellschaft nur einen sehr kleinen Anteil, der arbeitet, ja, also der praktisch was tut dafür und dafür Geld bekommt und die anderen damit sozusagen am Leben erhält. Ja, also vor, glaube ich, 10 Jahren oder was war der Prozentsatz? 27% der Bevölkerung arbeitet und jetzt muss ich rechnen, 73%, ja, 73% lebt von den anderen 27. Und ich denke gerade, wenn man arbeitet, sind viele Leute sind auf der Arbeit unterwegs, auf der Straße. Und ich bin selber früher auch bis zu, ja, 60.000 Kilometer in 3, 4 Monaten gefahren.
Wenn dann einem da bei dem Beruf dann noch irgendwelche Leute dann sich noch irgendwie auf die Straße kleben. Also jetzt davon abgesehen, dass es dann irgendwo noch Leute sterben, weil die Rettung nicht durch kann. Ich weiß nicht. Ich kann mich mit diesen Leuten absolut nicht identifizieren. Und die ältere Burg ist auch schon so extrem mit Kicken und Poppen und Kratzen und Schürfen und Zwitschern und. da kann ich mich persönlich nicht mehr finden darin, aber die junge Burg hat Musik gemacht, da merkt man einfach, bei Künstlern ist es ganz wichtig, Kompromisse zu finden. Also wir sehen das bei allen großen berühmten Künstlern. Ist es Pink Floyd? Sind es die Beatles? Wer auch immer. Wenn die Gruppe zusammengefunden hat und Kompromisse gemacht hat, dann war die Musik genial. Kompromisslos genial. Wenn nur einer seinen Schädel durchgesetzt hat und die anderen weggefallen sind, ja, also zum Beispiel den Roger Waters kann ich allein, den kann ich nicht ertragen. Also, oh, dieses ewige, der ihr heult und jammert da die ganze Zeit. Oh. Und wie die Björk jung war, war ihre Musik auch durch Produzenten beeinflusst, da hat man Kompromisse gemacht, hat man, das ist Kunst pur, ja. Und den Song, den ich jetzt bringe, das ist Björk, All is Full of Love. Da war der Chris Cunningham, ein Sadist unter den Herren, der Regisseur für dieses Video. Der hat auch Madonna in den Wahnsinn getrieben, wie hat das geheißen? Frozen. Das Lied von Madonna Frozen, das Video ist auch von Chris Cunningham. Aber das Video von Björk, All is Full of Love, das ist einfach ein Stück Kunst. Also wenn man das sieht, wie die da gerade zusammengeschraubt wird, während sie singt. Also sie ist ein Roboter, der gerade zusammengeschraubt wird und Assembly. Und Björk ist einfach Emotion pur. Also ihre Stimme ist kristallklar, hängt die im Raum und wie eine Glocke. Also ich bin Glockenfan, bekennender Glockenfan. Ich habe mich früher immer zu Ostern in Salzburg auf den Domplatz gestellt, wenn ich gewusst habe, der Salvator wird geläutet. Ihr könnt ihr mal in YouTube eingeben, Salzburg Dom Salvator läuten. Horcht euch das an mit Kopfhörer oder mit potenter Anlage. Es ist so geil. Und wenn man am Domplatz steht und die große Glocke, der Salvator läutet, das spürt man am Körper. Also das Bong, diese Bong, das sind Bronzeglocken, nicht so wie der Kölner Dom, der Pitter aus Eisen, dieser Bumm. Kanonenkugelglocke, sondern das ist Bronzeglocke, schwingt, das Gebäude schwingt und der Körper, man spürt im Brustkorb die Schwingungen der Glocke. Man kann richtig fühlen, wie die Mundöffnung zu einem dann, wenn sie so Traum. Und Björks Stimme ist wie eine Glocke im Kirchenturm. Wenn sie zum Klingeln anfängt, dann leuchten meine Augen. Und dieses Video hat so eine intensive Stimmung, das ist eine dermaßen verdichtete, der Anfang schon, wie das die Kamera hinaufgeht und man sieht da dieses Ding da liegen, in dieser dumpfen, bedrohenden Musik, dieses Herzpochen, bum, bum, püff, dum, bum. Ah, geil, also richtig Gänsehaut und dann liegt dieser elfenbeinfarbene Roboter da und singt, während sie zusammengeschraubt wird. Ja, wunderschönes Video. Ich werde diese Videos unten alle verlinken, aber ich mache das auch so, ich mache eine Playlist. Das heißt, wenn ihr könnt jetzt entweder mein schreckliches Palaver anschauen und dann, während ich rede, ab und zu, also einzeln oder einfach, wenn ich fertig bin mit meinem Palaver, dann werde ich die Playlist reinziehen und halt nur schnell skippen, was ihr einfach nicht mögt, was euch abtönt. Ne? Es gibt ja, ich versuche noch Möglichkeiten, Musik zu bringen, die für jeden etwas ist, auch für Klassikliebhaber, aber natürlich weiß ich, dass meine Zuhörer alle nicht unbedingt die reinen Klassik-Fans sind. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch über die Auswahl. Dann ein kleines Zwischendings. Und zwar gibt es von der Medulla, das ist eine Platte von der Björk, mit der kann ich schon gar nichts mehr anfangen. Also da gibt es nur zwei Lieder drauf, die ich mir überhaupt irgendwie anhören kann. Der Rest schlafe ich einfach nur ein. Also. Aber das Lied Submarine auf der Medulla, da hat der Janusz von Real World Audio mal gesagt, dass er glaubt, dass das falsch abgestimmt ist, weil er meint, das ist out of phase, also dass die Phasen verdreht sind bei dem Mikrofon, Lautsprecher, was immer. Finde ich nicht. Ich finde, Submarine von Björk auf der Medulla ist ein absolut genial abgemischter Song. Und wenn ihr euer Equipment testen wollt, wenn ihr testen wollt, ob eure Lautsprecher wirklich perfekt aufgestellt, perfekt abgestimmt sind. Spielt Submarine von Björk,
Bei dem Lied, glaube ich, muss man sogar wirklich im Stereo-Dreieck sitzen, also nicht bei den Martin Logans, da kann man im Raum rumlatschen und die Björk schwebt da zwischen den Glasscheiben. Dieses Lied macht einen absolut phänomenalen Raum traumhaft. Aber nur, wenn, also zum Beispiel beim Janosch auf seiner Anlage sagt er, das geht nicht, das funktioniert nicht. Hier auf den Logans oder mit der Petit, traumhaft, also Hammer. Das sind mehrere Männerstimmen, die, das ist ein bisschen choralartig, sakraler Gesang, wie wenn die Russen kommen jetzt, also die lieben Russen, nicht die Bösen. Und dann geht das Ganze so dahin und irgendwie, die singen Englisch und irgendwie zur Mitte singt dann Björk auf Isländisch und die hebt sich dann da so raus und das ist, der Raum hat das Gefühl, man schwimmt in Stimmen. Ist aber sehr diffizil, also wirklich nicht leicht wiederzugeben. Wenn man eine Anlage hat, die Probleme hat in der dreidimensionalen Darstellung, dieses Lied funktioniert dann nicht. Ganz und gar nicht. Das zweite, was ich bringe, ist das Video Box von Bot und Dolly. Und zwar ist es so, jetzt weiß ich nicht, wie viel soll ich euch jetzt erzählen. Freunde von mir, der Sebastian zum Beispiel aus Regensburg, der sagt immer, erzähl mehr aus der Zeit von da und da, das ist voll interessant. Ich weiß nicht, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich Sachen erzähle von was ich früher gemacht habe, wenn euch das nicht interessiert, wenn ihr das langweilig findet, sagt es bitte. Aber ja, ich erzähle jetzt ein bisschen von früher von mir. Und zwar ist das so, ich habe in Salzburg Publizistik und Kunstgeschichte studiert und da hat es einen sehr, sehr interessanten Professor auf der Uni in Salzburg gegeben, Professor Zielinski. Leider ist der weggegangen nach Köln und ich habe den ein Jahr genießen dürfen und ich war damals so richtig grün hinter den Ohren. Ich war so richtig naiv, doof und total unerfahren und so richtig peinlich. Ich habe da Meldungen geschoben, da habe ich mich nachher so geschämt dafür. Aber die Leute haben mich in ihren Kreis aufgenommen. Das war total lieb von denen in das audiovisuelle Labor. Das ist so eine wirklich coole Sache, wo kreativ schaffende Leute mit Film, Videoinstallationen oder Filmprojekte kreative Sachen gemacht haben. Und man hat dann damals eine ganze Nacht die Tiefgarage von der Universität abgesperrt und dann dort ein Event gestartet zum Beispiel. Das war super cool. Und meine Sache, die ich damals gemacht habe, war eine Installation. Die Installation hat das Thema gehabt, dass die Literatur, also Bücher, geschriebene Literatur, durch die elektronischen Medien zum Vergessen gebracht wird. Also die elektronischen Medien, Fernsehen, Radio, Computer, Internet, bla bla bla, verdrängen die Literatur weg von der Welt. Büchereien, Libraries verbrennen, werden vergessen, vergammeln, was auch immer. Und meine Idee war eine Art Fernsehtunnel, das klingt jetzt ganz lustig, ein Tunnel aus Fernsehern, auf dem dahinter das Buch Magna Ars Luce et Umbre. Ich habe das Buch total vergessen, wie das heißt, von Anastasius Kirchner, glaube ich. Ich tue das unten einblenden, ich habe es vergessen. Das Buch habe ich hinten in einem Kanal, hinten so mit so ein bisschen Beleuchtung reingesteckt. In diesem Tunnel, den ich da gemacht habe, da habe ich so richtig ganz große, fette Fernseher. Und das waren damals noch Röhrenfernseher in den 90er Jahren, also Röhrenfernseher, die so richtig, wo man fast zwei Mann braucht, um die zu tragen. Die habe ich praktisch wie einen Trichter. Also einer war so, einer war so, einer war so, einer war so. Die habe ich so gebaut und dahinter dieser Tunnel, wo dann das Buch war. Und ich habe in den Tunnel eine kleine Videokamera eingebaut, die mit einem Teleobjektiv einen Menschen erfasst hat, der in die Nähe zu dem Tunnel hingekommen ist. Ja, und wenn man jetzt hier diese riesen Fernseher gehabt hat und da hinkommen ist, ist auf einmal das eigene Gesicht so groß, rundherum, plötzlich auf dem Monitor, buff, ganz hell aufgeleuchtet. Und da war man natürlich total fasziniert und hat dann geschaut, sein eigenes Gesicht hier auf diesen riesigen Fernsehern. Und das war eine Rückkoppelung, weil die Kamera hat das Gesicht gesehen, hat Licht auf die Fernseher gebracht. Und das Licht hat natürlich das Gesicht mehr beleuchtet. Das ist das richtig so buff aufgepoppt. Und da muss man sich vorstellen, mitten in der Nacht in der Tiefgarage war es dunkel. Das war ziemlich cool. Und jetzt haben die Leute das sich gesehen, aber jedes Mal, wenn man versucht hat, sein eigenes Gesicht in dem Fernseher, wo man gerade sich sieht, hinzusehen, dann dreht sich das Gesicht dort wieder weg. Also man hat da echt so ewig sich gesucht und nie gefunden, weil
Wenn ich mein Gesicht da sehe und ich schaue da hin, dann schaut es da weg. Schaut es da weg, schaut immer weg. Und das Buch da hinten, der Kirchner, der war schon vergessen, komplett. Also solche Installationen, die waren wirklich cool, Kunstinstallationen, da haben wir unheimlich Spaß gehabt, das war einfach genial damals. Und das zweite Video, das ich euch hier aufgeschrieben habe, ist eben die Box von Bot und Dolly. Und das ist jetzt hier etwas, was mich total an meine Zeit damals an die Uni erinnert. Das ist auch eine Kunstinstallation. Natürlich ist das wesentlich besser gemacht als das, was ich damals gemacht habe. Das ist professionell. Da hat KUKA gesponsert mit riesigen Robotern, die Roboterarme, die hin und her fahren. Aber im Prinzip geht es um ein ähnliches Thema, dass der Mensch in dem digitalen Universum verloren geht vielleicht irgendwo. Schaut euch das Video an, es ist eine geile Installation, es ist eine geile Vorstellung. Hier wird auf Bilder, also auf Leinwände mit Laser und Beamer projiziert und die Leinwände werden durch Roboter bewegt und ein Mensch spielt eine Rolle in dieser Installation und das ist eine unheimlich, auch vom Ton her, eine sehr intensives Erlebnis, sich das anzuschauen. Wie dann der Mensch in der Maschine verschwindet, mehr oder weniger. Ne? Also das ist ein ganz cooles Juwel des Internets. Ja? Um jetzt ein bisschen im Internet zu verschwinden und praktisch drin verloren zu gehen, beschäftigen wir uns jetzt mit YouTube. Und da gibt es auf YouTube auch YouTuber, die richtig Musik machen, also die nicht nur so wie ich da sitzen und blöd belabern, sondern die wirklich was drauf haben, echt gut sind. Und da gibt es diesen Davy 504, Davy 504. Das ist ein Italiener und auch ich bin ein Italien-Fan. Er ist wirklich durch und durch Italiener und ich mag seinen Kanal wirklich sehr. Und ich finde die Lieder, die er da selber macht, die wie er auf dem Bass spielt und mit dem Humor, wie er das bringt, also er spielt den Bass nicht zupfend, sondern er slappt ihn, also er schlägt ihn und er nennt seine Zuseher auch Slappers, das ist sehr lustig und für ihn ist ein Bassist nur gut, wenn er slappt. Und das Geniale ist, er macht auch Slap Around the World, das heißt, er schaut dann verschiedene Länder an, Korea, sogar Nordkorea hat er gebracht, das ist ja cool. Was weiß ich, Brasilien und wo auch immer, wie Russland, wie die ob es dort Leute gibt, die Bass spielen und sogar slappen. Und bei dieser Episode, die ich euch verlinkt habe, macht er eine Bass-Battle. Das heißt, wenn jemand irgendwo in einem anderen Land viel zu gut Bass spielt, dann muss er ihn immer destroyen, zerstören. Und da ist er in Japan und macht eine Bass-Battle mit verschiedenen japanischen Bassisten. Und ich finde die Musik, wie er das bringt und wie die zusammen gemeinsam spielen, das ist einfach nur schön. Das ist einfach super, unheimlicher Humor. Witzig, seine Art, wie er die Videos dann schneidet und bearbeitet, ist auch der Hut ab, wie geil er das macht. Einfach, das muss man gesehen haben. Wenn ihr Davy 504 noch nicht kennt, schaut ihn euch an. Dieses Video habe ich euch verlinkt. Ich weiß jetzt nicht, wie audiophil der Ton ist, das ist halt ein bisschen schwierig, weil er macht das ja mit verschiedenen Leuten quer von Japan her und so. Das muss man da jetzt nicht so genau sehen. Hier ist wirklich die Musik wichtiger als die Qualität des Klangs. Wenn er euch gefällt, könnt ihr euch auch andere Videos von ihm anschauen. Auf jeden Fall, das ist total nett. Ja. Das ist Davy 504 und über Davy 504 habe ich auch Ayumu kennengelernt. Ayumu ist ein japanischer Bassist, der hat das Project B und ich habe euch als nächstes Video von Ayumu ein Video von Project B, vom Projekt B verlinkt und da finde ich einfach die Stimmung, wie die miteinander spielen, diese jungen Leute, Bassisten, das ist einfach genial. Das ist lebendig, das ist wunderschön, da ist Charisma drin, da ist Freude, da ist Persönlichkeit drin. Und auch irgendwie schön. Also wenn man denen zuschaut, das ist super genial. Zum Genießen. Ayumu, Projekt B, ein japanischer Bassist. Und den hat uns natürlich der Davy 504 vorgebracht. Ja. So, mit was geht's jetzt weiter? Schauen wir mal. Ja. Ein Musiker, den ich total gerne mag, das ist Bonobo. Ja.
Bonobo, das ist, den habe ich schon ewig gehört, immer schon, auch wie Maya noch auf meinem Schoß gesessen ist, habe ich ihr manchmal Lieder von Bonobo auf iTunes oder auf YouTube vorgespielt. Das hat ihr voll gefallen, wenn dann so kleine, wenn so kleine Töne kommen, das hat sie total gefreut. Also das ist so ein bisschen eine Mischung aus Progressive oder Jazz. Das ist also Bonobo eingrenzen, das ist wirklich schwierig. Aber das, was er macht, klingt einfach gut, ist ein bisschen auch ethnisch irgendwo beeinflusst mit verschiedenen Rhythmen. Und ja, das gefällt mir gut. Und Cirrus ist jetzt überhaupt, Cirrus, das Video an sich ist schon einfach nur geil, wie er hier diese amerikanische Zeit der 60er Jahre, wie er die da verarbeitet in ein maschinelles Universum. Das ist einfach nur geil. Also dieses Video, Cirrus von Bonobo, ist nicht nur gut wegen der Musik, sondern auch das Video an sich, wie das gestaltet ist und die Bilder, die Wahl der Bilder, des Genres und wie er das zusammengebaut hat, das ist einfach geil. Also das müsst ihr euch ansehen. Hammer. Cirrus von Bonobo. Und das zweite Video, was ich euch von Bonobo noch verlinkt habe, das ist Otomo, wo er das live spielt in der Royal Albert Hall. Aber dieses Otomo, es ist jetzt von der Klangqualität nicht so besonders gut, weil es einfach eine Live-Aufnahme ist. Und das ist ja klar, dass jetzt der Bass nicht so kontrolliert ist, wenn man in einer live großen Halle spielt. Vor allem Royal Albert Hall, da hat ja schon Deep Purple mit Orchester, Band für Band und Orchester gespielt. Auch eine schräge Partie. Diese Halle ist ja nun nicht unbedingt gerade für solche elektronischen Rock, Pop oder Progressive Konzerte gebaut worden. Ja, jetzt klingt, also klanglich ist das Video nicht optimal, aber das Ganze, was das Ganze cool macht, ist, Bonobo hat Anna Lapwood eingeladen, auf der großen Orgel des Konzertsaals hier mitzuspielen. Und das ist für mich ein absoluter Gänsehautmoment. Also wo dieses Lied da so abläuft und dann greift die in die Tasten von dieser Riesenorgel rein und boah, bringt den ganzen Saal zum Pumpen. Also das ist absolut fantastisch und geil. Es ist halt natürlich auch schon so, wenn man jetzt ein Faible für große Orgel hat, ja, und ich habe ein Faible für große Orgeln, dann spielt vielleicht auch ein bisschen da was in der Fantasie ab, wenn man sieht, wie die dann da anfängt, da so in die Tasten zu greifen und wenn man sich erinnert, in der Kindheit ist man mal irgendeiner großen Kirche gestanden und dann sind diese haushohen Orgelpfeifen, die dann so tiefe Töne rauspumpen, die einen den ganzen Brustkörper zum Schwingen bringen, das ist einfach geil. Deswegen habe ich auch schon eine besondere Beziehung zu Orgeln, weil man einfach aus der Kindheit das schon von der Kirche her kennt und ich habe auch ein geniales Erlebnis gehabt. Ich bin einmal nach Wien gefahren als Student, da war ich noch jung und arm, ohne Kohle. Und wenn man von Salzburg nach Wien fährt, dann kann man nach Linz, ist St. Florian. Und ich bin in St. Florian stehen geblieben, weil ich ein Fan von der Bruckner Orgel bin. Also ich habe als Teenager Anton Bruckner geliebt, klassischer Komponist. Und der war der Organist in St. Florian und der war ein Schwerenöter. Anton Bruckner hat viel Depressionen gehabt. Und der hat seine ganzen Emotionen in die Musik verarbeitet und ist da immer in St. Florian an der Orgel gesessen und hat da gespielt damit. Und die Bruckner Orgel, deswegen heißt die Orgel auch die Bruckner Orgel, die ist ein bisschen besonders, die hat 3300 irgendwas Pfeifen. Das ist eine Riesenorgel. Und wie ich da eben als Student dann nach Linz, St. Florian, einfach Autobahn runter, das muss ich mir jetzt anschauen, ich muss die Bruckner Orgel sehen, dann wurde die gerade da umgebaut, restauriert. Ja, und das ist nämlich cool. Ein wunderschöner herbstlicher Sommertag, blauer Himmel, die Vöglein zwitschern, keine einzige Wolke im Himmel. Es ist gerade Mittagspause, man kommt mit seinem alten Auto daran, latscht in diese Karte, also das ist so ein Stift, nicht eine Kirche, sondern ein Stiftkirche, schon was Größeres, geht da rein und da sind aber gerade die Handwerker dabei, die Orgel zu restaurieren. Das ist was, das dauert ein paar Jahre. Und jetzt ist aber gerade Mittagspause und die sind weg, aber alle Türen stehen offen. Ja. Das sieht man, oder kann man jetzt die Stufen raufgehen? Und dann bin ich da jetzt raufgelatscht, überall war offen und habe mir die Orgel von innen angesehen und diese Balgen da, Luftbalgen, die Gebläse und die Pfeifen und wo dann die toten Mäuse rumliegen, die da geknabbert haben. Ja, und da ist aber dann auch noch die Tür zum Glockenturm offen. Ja, dann kannst du den Glockenturm raufgehen.
Und dann geht man so einen großen Glockenturm rauf, der ist ziemlich hoch und innen ist der breit. Und man geht da außen nur an der Mauer an so kleinen Stüflein darauf. Das ist so richtig, wo man dann so... Und oben ist dann noch so ein Deckel. Ja. Und dann steht man da oben und dann denkt man sich, wenn ich jetzt diesen Deckel aufmache, dann muss ich durch den Boden so. Das ist schon sehr spannend. Aber da muss ich jetzt durch den Deckel auch noch durch, weil sonst bin ich ja total sinnloserweise den Turm hochgegangen. Mache ich den Deckel auf, stecke meinen Kopf durch und der ganze Turm war voller Tauben. Und das sind, weiß ich nicht, 50, 100 Tauben auf einmal sind weggeflogen. Und ich habe mich so erschrocken, weil die sich auch erschrocken haben. Ja, also das war der Erschreckungsmoment Nummer eins. Und dann bin ich dann halt da raufgestiegen und dann mitten in dem Taubenkot gestanden zwischen den Glocken und habe da in die Gegend geschaut. Und dann, hallo, war cool. Und dann hat die Uhrzeit hinter mir geschlagen. Also ich stehe da oben, schaue in die Gegend und auf einmal macht die Glocke direkt hinter mir. Das war dann die zweite Batterie zum Tauschen beim Herzschrittmacher. Also das St. Florian und Orgel, das sind Momente und Erinnerungen aus meinem Leben. Und wenn ich Anna Lapwood, was ist das überhaupt für ein Name? Lapwood, Schoßholz. Ist das ein Anspielung auf den Bodenlatte? Naja, auf jeden Fall, wenn Anna Lapwood bei Otomo da in die Orgeltasten greift, das bringt den romantischen Orgelliebhaber zum Schwärmen. Gut, das war jetzt Bonobo. Und weil wir gerade beim Schwärmen sind, Dead Can Dance ist auch so eine Gruppe, das ist eigentlich Dead Can Dance, ist der Brian Perry und die Lisa Gerard. Und den habe ich euch bei den Musikbeispielen schon mal gebracht, die zwei. Und von denen gibt es ein Video, das meiner Meinung nach auch ein absolutes Juwel des Internets ist. Dieses Lied von Dead Can Dance heißt Kiko. Und dieses Video wurde von, das muss ich jetzt schauen, mit Bildern von Samsara gemacht. Und ja, ich meine, das ist also die Bildgewalten zu der Musik, diese thailändischen Schönheiten, die da ihre Arme hochstrecken und wow, ja, so, nie hat man Achselhöhlen schöner gesehen, aber einfach faszinierend und wunderschön anzusehen. Ja, sehr zu empfehlen. Ton gut, Musik gut, Bild gut, alles gut. Traumhaft. Das ist Dead Can Dance, Kiko. So, und wir sind jetzt ein bisschen zu viel am Schwärmen. Also wenn wir so viel schwärmen, wir schweben schon im Weltall. Wir sind jetzt hier schon etymologisch im Nirvana gelandet. Dann hole ich euch jetzt ganz in die harscheste Gegenwart wieder zurück. Fat Boy Slim. Also allein der Name tut schon so weh. Das ist sehr schmerzhaft. Da stehen wir sofort am Boden. Es ist vorbei mit Träumen. Aber Christopher Walken blickt uns in die Augen. Und ihr wisst, wenn Christopher Walken uns in die Augen blickt, das ist was Besonderes. Denn der Typ ist einfach seine Art, ernst reinzuschauen. Das ist was ganz was Spezielles, weil dieser Mann ist ein Genie, ist ein wunderbarer Typ. Und ja, welches Lied ist jetzt besser geeignet, uns auf den Boden der Tatsachen ironisch zurückholen als das Video Weapon of Choice von Fatboy Slim, weil es einfach lustig ist. Und ja, es ist halt total heute, es ist zumindest für mich ist es heute, ja, also vielleicht andere werden sagen, das ist doch schon uralt, aber ich finde das Video geil, ich finde Christopher Walken geil und jetzt sind wir zurück am Boden der Tatsachen, ein Juwel des Internets, denn Christopher Walken ist ein traumhafter Schauspieler und das Video ist einfach nur lustig, weil am Anfang kann man damit überhaupt nichts anfangen. Aber wenn er dann zum Fliegen anfängt, dann ist es einfach perfekt. Lasst uns ein bisschen zu Musik. Wir wollen eigentlich Musik haben. Ja? Also es geht eigentlich um Musik in unserer ganzen Hi-Fi-Geschichte und deswegen... Also, was ist eigentlich das wirklich perfekte Lied, das uns zurück in die Jugend transferiert? Ich überlege. Ich bringe euch jetzt ein paar Beispiele, wo man einfach in seine Jugend zurückkommt. Zum Beispiel nehmen wir mal White Rabbit. Das Lied White Rabbit ist, glaube ich, für allen von euch irgendwo ein Begriff. Das ist halt tiefste Hippie-Zeit. Aber ich glaube, die beste Variante ist von Pink. Pink hat das einmal gespielt und ja, ich liebe dieses Lied. Dieses Lied ist so abgedreht, allein der Text schon, wenn man in you take a pill, ne? Also wenn man da diesen LED-Rausch-Text mithört, allein das ist ja schon geil. Und es hat auch ein bisschen was Symphonisches. Es
artet ein bisschen aus, es schwebt dahin. White Rabbit ist ein traumhafter Song, um ein bisschen auf unsere Jugend zurück zu, ich weiß ja nicht, wie alt ihr seid, je nachdem. Also für mich ist es, ich bin ein 69er, also das ist schon, war eigentlich noch vor mir, ja, aber geniales Lied von früher. Und um in dieselbe Kerbe zu schlagen, gehen wir ein bisschen mehr in die spätere Zeit. Nehmen wir zum Beispiel Nirvana, Come As You Are. Gut, das Lied an sich ist ja traumhaft, aber wenn er singt, das ist irgendwie so ein Genuschle. Ich weiß nicht. Und ich finde jetzt hier, da gibt es so ein Projekt, das heißt Going Around the World. Ich finde diese Gruppe, diese Idee, Going Around the World, diese YouTube-Lieder von denen, finde ich super. Die blenden mehrere Leute von ganz verschiedenen Erdteilen ein, wie die, und machen ein Lied gemeinsam in YouTube, ja. Also das ist so ein bisschen irgendwo schön, weil man hat hier ein Lied von Nirvana von früher, aber man verwendet die moderne Technologie, um gemeinsam musizieren. Und ich finde die Stimmung, die in diesen Art von Lied, ich habe hier zwei Lieder verlinkt. Das eine ist eben Nirvana und das andere ist Led Zeppelin. Ich finde die Stimmung, die hier entsteht, dadurch, dass diese Leute alle mit so einer Inbrunst und einer wirklichen Hingabe zusammenspielen, traumhaft. Finde ich eigentlich fast schöner als das Original, ja? Und ja, da ist eben Nirvana. Ich habe eigentlich in der Zeit, wo ich, wie er aktuell war, hat er mir eigentlich nicht gefallen. Aber jetzt, ich finde diese Form des Liedes, die finde ich einfach traumhaft. Und auch die Darbietung. Ja, und was eine meiner absoluten Lieblingsgruppen ist natürlich Led Zeppelin. Der Drummer von Led Zeppelin, Bonham, der war ein Genie. Also die Art und Weise, wie Bonham gespielt hat mit den Drums, die Technik, die Drumtechnik, die der Typ drauf gehabt hat, war seinerzeit weit überlegen. Der war, also ich finde, viele Jahre auch nach ihm noch alles nur Abklatsch. Und Led Zeppelin war immer schon für mich später. Ich bin auf Led Zeppelin eher gekommen als Pink Floyd, ja, also Traum. Ja, und es gibt von dieser Song Around the World gibt es auch den When the Levy Breaks von Led Zeppelin. Dieses Lied gibt es auch in diesem Format und da ist sogar John Paul Jones, da ist er der Bassist von Led Zeppelin, spielt damit, wo auch wieder junge Leute von der ganzen Welt oder ältere Leute von der ganzen Welt miteinander herumspielen. Und ich finde auch dieses Lied, da kriege ich jetzt nur, wenn ich euch erzähle, davon kriege ich Gänsehaut, weil das einfach so schön gemacht ist. Traumhaft. Schaut euch das an. Wunderschön. Und ja, ich meine, die guten Led Zeppelin-Songs, das ist einfach, ja, Kaschmir, ne, und ja, Led Zeppelin. Habe ich versucht, meiner Tochter zu bringen, aber ja, heute ist das einfach alles nicht mehr. Kaschmir hat ihr gefallen, aber das andere schwierig. Das ist Song Around the World, das ist das Format auf YouTube mit zwei Musikbeispielen daraus. Ihr habt bis jetzt von mir eigentlich nur Musik gesehen oder gehört, die ich hier im Laptop drin habe. Ich generell habe einfach meine CD-Sammlung, spiele das als AIFF, also als Lossless. Spiele das einfach im normalen CD-Format auf die Festplatte, also hat man halt ein paar Terabyte, macht ja nichts, und spiele das ab ohne irgendein Komprimierungsformat oder so. Und es ist schon so, dass es einmal eine Zeit gegeben hat, wo ich noch als Schüler oder als Student in Plattenläden gegangen bin und hier so bei den gebrauchten Platten und den neuen Platten, also das habe auch ich einmal gemacht und ich glaube, ich habe mehr als 10 Plattenspieler zu Hause, alle sind kaputt, die Riemen sind alle vergammelt und nichts funktioniert mehr. Aber ja, das Thema Platte kommt, ich werde euch auch Phono-Vorverstärker testen, auch einen nicht deutschen Phono-Vorverstärker mit Röhren und einen deutschen Vorverstärker, die werden wir gegeneinander spielen lassen, das mache ich alles noch, aber dazu muss ich zuerst einmal einen Plattenspieler bekommen, das ist einmal das Wichtige und ich glaube, ich werde einfach einen neuen kaufen, ich weiß noch nicht.
Das Problem, das ich habe, ist, ich kann nicht so viel Geld ausgeben. Das ist, es gibt irgendwo ein Limit. Ich muss ja alles privat kaufen. Ich lasse mich nicht von irgendwelchen Leuten sponsern, wenn dann vielleicht, dass ich etwas ein Stück billiger bekomme, aber ich kaufe mir das Zeug selber. Das Lied, das ich euch jetzt erzähle, das ist für mich diese sentimentale Erinnerung an die Jugend, wie ich noch in Plattenläden gekrochen bin. Früher, noch vor dem Studieren oder ja Anfangsphase Studieren, wo ich noch gar keinen CD-Player gehabt habe. Das ist einfach, wenn ich Renaissance höre, das ist eine total unbekannte Gruppe. Ich vermute, keiner von euch kennt Renaissance. Aber wenn ich die höre, das ist so ein bisschen so naiv noch. Die Musik ist auch so ein bisschen repetitiv und die singen immer nur so komische Slogans daher. Can't you understand? Das ist eigentlich, ja, also da ist nicht viel Geist dahinter, aber sie ist so schön. Und sie ist total sentimental für mich. Und Renaissance, Can't you understand? Da habe ich einen Link zu einem alten Archivmaterial von denen von früher. Das ist leider ewig lang dauert, dieses Stück. Deswegen habe ich auch absichtlich den Link so gewählt, dass ich dieses ganze Vorspiel schon überspringe und ihr gleich beim Gesang reinkommt, damit ihr halbwegs eine Ahnung habt, was es ist. Aber ihr könnt es euch von Anfang an anschauen und dann kommt ihr auch in die Stimmung rein. Und das ist halt einfach so richtig die gute alte Zeit, wo es kaum, also wo die Synthesizer noch so schrankgroß waren und schwer und wo Musik noch so ein bisschen in den Anfängen war. Elektronische Musik eigentlich noch gar nicht so richtig gegeben hat. Ja, und wenn wir schon so grammelige Sachen hören, so alte, grammelige, schreckliche Sachen, da müssen wir jetzt, da ist unser Virtuoso, ist jetzt komplett enttäuscht und jetzt muss ich sofort was nachbringen, wo der Virtuoso glücklich ist. So ein richtig typisches, ein Stück, wo nur eine Frau singt mit so einer ganz technisch perfekt ausgearbeiteten Musik im Hintergrund, wo einfach nur das total ideale Klanggewölbe sich bildet zwischen den Lautsprechern. Und ja, dass wir unseren Virtuoso bringe ich jetzt Celestial Echo von Malia mit Boris Blank. Für die Virtuosos unter uns, das ist schön anzusehen, schön anzuhören und einfach nur super ästhetisch und genial. Ja. Kommen wir wieder zu Juwelen des Internets. Und zwar ist es so, Ghost in the Shell Innocence. Ich wurde schon jetzt mehrmals von einem lieben Kommentator gebeten, auch mal Ghost in the Shell zu bringen. Und ich werde auch für die Silenus Faber Ghost in the Shell Innocence als Empfehlung nachher bei den Soundsamples verwenden. Aber ich finde auch Ghost in the Shell Innocence, das ist der zweite Kinofilm eigentlich, ich finde, der Film ist einfach dermaßen genial, dass ich den hier in dieser Reihe einfach erwähnen möchte. Ja? Und Ghost in the Shell Innocence ist an und für sich sehr, sehr philosophisch. Also wirklich das ganze Thema von den Puppen, also in der japanischen Kultur, Literatur etc., wie es ja die Puppe, Nino ist als Spiegelbild zum Menschen zu verstehen, das ist alles schwer philosophisch. Aber im Prinzip geht es bei Ghost in the Shell darum, dass der Mensch im Hirn lebt, denn die Seele, Ghosto, lebt, solange das Hirn lebt. Und die haben schon in den 80er Jahren, schon eine Zukunftsvision gehabt, die von der Matrix, die Matrix-Filme, also schamlos abkopiert haben. Die Wachowski haben für die Matrix-Filme den Produzenten einfach beinhart von Ghost in the Shell Filmszenen vorgespielt und gesagt, genau so wollen wir es machen. Also dass jemand, der Matrix gesehen hat, darf ja nicht glauben, die haben das erfunden. Nein, 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 das ist alles kopiert. Und Ghost in the Shell ist ein geniales Phänomen und ein wunderschönes Kunst. Also das ist Kunst pur. Ja? Und ich habe das Gefühl, dass die Sonne lässt nach. Jetzt wird hier alles so dunkel. Ich muss jetzt kurz das Licht ändern. So, das Licht. Jetzt kommt die Sonne wieder. Die Sonne macht, was sie will. Gut. Ghost in the Shell Innocence ist als Film selbst ein Kunstwerk und ich habe hier die Szene ausgewählt. Ballad of Puppets, Flowers, Grief and Fall. Also die Ballade der Puppen, Blumen, Fallen und Trauern. Ja, also Ghost in the Shell,
an sich ist schon genial, weil die Philosophie, die ist, dass der Geist des Menschen, die Seele im Hirn lebt und man eigentlich den Körper nicht mehr braucht. Also die Leute haben dann Artificial Bodies, lassen sich künstliche Körper bauen, nur damit das Hirn drinnen noch lebt. Und die eigentliche Hauptperson in Ghost of the Shell, das ist die, die bei dem blauen Bild, das ich immer als Zwischenspann habe, wo so ein Tachikoma, dieser Roboter, so eine Frau oben drauf sitzt, aber das ist niedlich gemacht, ja. Das ist die Shosa, die Major. Die ist, soweit ich das richtig weiß, ihr Hirn wurde vor der Geburt schon in einen künstlichen Roboterkörper eingepflanzt. Das heißt, sie hat ihr ganzes Leben lang nie jemals einen natürlichen Körper gehabt, der so wie ein Mensch, einen biologischen Körper, ja. Und die Leute können sich dann eben hier mit so einem Ding ins Internet reinklicken, mit ihrem Geist, mit ihrem im Netzwerk irgendwo in der Welt herum fliegen sozusagen, ja. Das ist so Science Fiction ein bisschen. Und aber am Ende lebt die Shosa, die Major, eigentlich im Netzwerk. Also das heißt, am Ende gibt sie ihren Körper auf und hat gar keinen Körper mehr und kann, egal wo in der Welt, irgendwo in einer Fabrik oder irgendwo in einen Service-Roboter sich hineinhacken und dann durch den Roboter irgendwo hingehen und was machen, ja. Also das heißt, sie braucht keinen physischen Körper mehr, sondern sie verwendet das Netzwerk, was heute das Internet ist, um irgendwo in der Welt wohin zu gehen und nimmt sich einfach irgendwo einen Körper. Und das Lustige ist, wie wir jetzt in China waren, in jedem Hotel hat es so total süße kleine Roboter gegeben. Also das heißt, wenn man auf dem Hotelzimmer was bestellt, ist dann wirklich so ein Roboter dann, ist dann durch das Hotel rauf zum Hotelzimmer gekommen. Total süß, die Dinger, echt lustig. Also das gibt's heute schon so, dass eigentlich irgendwo so Maschinen kommen, einen bedienen, ne? Ja. Und das ist diese Philosophie von Ghost in the Shell und die Musik ist traumhaft gemacht. Also die Musik ist einfach nur schön, wunderschön abgemischt mit diesem japanischen Chor, mit den Frauen, die in der Kehlkopfstimme singen, das großes Schlagwerk, fette Trommeln, brum, 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 brum. Die Streicher bei Ghost in the Shell, die kommen so geil rüber. Wenn ich das auf der Hummel anhöre, kann ich die Körper der Streicher erahnen. Das ist so geil. Und ja, ich habe euch diese Szene ausgewählt, die ich euch zeigen will. Und es ist leider so, dass das Internet genau weiß, YouTube weiß, dass diese Szene wunderschön ist. Man kann diese Szene nicht mehr sehen. Das ist nicht möglich. Entweder man kann nur den Ton sehen oder nur das Bild. Aber die Szene Ton mit Bild, das geht nicht. Das haben sie rausgelöscht. Und das wird wahrscheinlich sofort rausgelöscht, wenn man es reinsetzt. Deswegen bitte Achtung. Ihr müsst zwei Tabs oder zwei Fenster gleichzeitig offen haben. Eins ist nur die Musik, eins ist das Bild. Und dann lasst das, wo die Musik ist, ablaufen und das Bild ablaufen und schaut euch das Bild an. Anders geht's leider nicht. Diese Szene ist meines Erachtens der Höhepunkt des Films und es gibt aber noch andere Höhepunkte. Ich hänge euch bei den Zugaben noch ein paar andere Ausschnitte von Ghost in the Shell Innocence an. Da könnt ihr dann noch weiter stöbern, wenn euch das interessiert. Das war Ghost in the Shell. So, und inzwischen sind uns alle Klassikliebhaber davon gelaufen. Es tut mir leid. Freunde der Klassik, auch ich bin ein Freund der Klassik, es tut mir leid, aber jetzt bin ich da für euch. aber keine Stimme, keine Opernstimme. Ja, leider keine Opernstimme. Ne? Nur Opernstimmen, wie war das? Wer hat das mal gesagt? Ein Lautsprecher kann nur gut sein, wenn er eine Opernstimme wiedergibt. Okay. Es gibt zwei Klangbeispiele, es gibt zwei Juwelen im Internet. Das eine ist die Lisica. Wie heißen die eigentlich genau? Die Lisica. Ich schreibe es euch hin. Ich sag immer die Lisica. Das ist peinlich. Das ist eine Ukrainerin. Und die Ukrainerin ist deswegen, die hat zwei Sachen, warum sie genial ist. Sache Nummer eins. Ist, sie spielt unheimlich wahnsinnig toll Klavier. Also die Art, wie Lisica Klavier spielt, das ist, bist du deppert. Das ist, wow. Und sie hat halt angefangen wie YouTube-Channel, hat YouTube Klavier gespielt auf YouTube. Und ja, dann haben Leute gesagt, du kannst nie im Leben so schnell Klavier spielen, das ist fake, was du machst. Dann hat sie gesagt, okay, dann mache ich halt ein Realkonzert und dann kommt ihr bitte aber hin zu dem realen Konzert und dann spiele ich das für euch und dann
Ja, und sie spielt so schnell. Also das ist jetzt nicht... Und der Unterschied zwischen ihr und, sagen wir mal, Lang Lang ist, wenn sie spielt mit Seele, mit Leib und mit Emotion. Ja, Lang Lang ist ja ein bisschen Theater, ein bisschen. Aber naja, manche Leute mögen das Theater, ja. Zum Glück, sonst wäre ich ja längst weg. Und Lisica spielt, das Zweite, was an ihr gut ist, sie spielt an einem bösen Dorfer. Und es ist so, es gibt Klaviere und Klaviere, ja. Also wenn jetzt jeder sagt, okay, Steinway und sonst, das ist das Nonplusultra. Ja, nur weil halt überall ein Steinway-Flügel steht, ja, oder früher hat es Steinweg geheißen. Steinway spielt sehr hell, wie Glocken, wie Björk, aber... Steinway ist eine andere Kategorie, ein Bösendorfer, das ist sowas wie ein Rolls Royce, ja, oder ein Bechstein. Diese Klaviere, die sind auf einem Level von, da reden wir von 120, 140.000 Euro. Ein Steinweg kostet 40, 30.000 Euro, also das ist eine ganz andere Kategorie. Und Bösendorfer ist deswegen auch so berühmt, weil Franz Liszt, einer der großartigsten Klavierspieler aller Zeiten, in seiner Lebenszeit beim Spielen jedes Klavier nach spätestens einem Monat ruiniert hat. Also wenn Liszt früher gespielt hat, nach einem Monat war das Klavier Schrott. Und Bösendorfer war der erste Hersteller in Wiener Klavierhersteller, bei dem Franz Liszt Spiel, der das überlebt hat. Der, und deswegen hat dann Franz Liszt den Bösendorfer weltweit überall mitgenommen, den Flügel. Und das war eigentlich der Beginn von der, warum Bösendorfer berühmt geworden ist. Und das Zweite, was an Bösendorfer so traumhaft ist, ist der Bass. Also die Saiten, die Bassseiten von Bösendorfer. Die haben eine Schwingung, eine Präsenz, die an ein bisschen an eine menschliche Stimme erinnern. Ja, also wenn man, bang, also wenn ein Steinweg, der klingt halt bang und das war's, ja. Aber der Bösendorfer, ich war einmal mit Meier in Wien und habe ihr das Bösendorfer den Verkaufsraum, sie dahin gebracht, weil Meier spielt Klavier und ich wollte, dass sie auch das einmal erleben kann, wie ein Bösendorfer klingt. Und da hat sie auf dem Bösendorfer Imperial gespielt. Das ist ein Klavier mit, glaube ich, 92 oder 93 Tasten, nicht 84, der hat mehr Tasten. Und wenn man erlebt, damals war Meier noch relativ jung, also ein Kind, wie sie mit ihren feinen, zarten Händchen diesen Riesenflügel zum Schwingen bringt, und man steht da daneben und spürt diese Schwingung am ganzen Körper. Das ist einfach, oh, wunderschön. Und ich kenne, ja, Kawai, Steinway, ich kenne sie alle. Aber der Bösendorfer, der hat so viel Persönlichkeit. Und der Reichtum im Bass eines Bösendorfers, dieses Nachschwingen, oh, traumhaft, ja. Und Lisica spielt Ravel, Caspar de la Noix, auf dem Bösendorfer. Ja, und Ravel, Caspar de la Noix, Undine, allein die ersten Takte, wenn die anfangen, diese oh, Gänsehaut, traumhaft. Das ist auch eines der zu schwerst zu spielenden Stücke überhaupt in der Klassik. Und ja, das ist ein Juwel des Internets. Lisica spielt Caspar de la Noix, Undine von Maurice Ravel. Traumhaft. Ja, oh, ich glaube, ich rede jetzt ein bisschen zu viel. Ich muss mich jetzt ein bisschen kürzer fassen, sonst schläft ihr mir hier ein. Und das Zweite, Klassik soll einen manchmal befriedigen. Man will nicht nur diese feinen, zarten Töne, man will manchmal einfach richtig rohe Gewalt. Ja, so, Gewalt, gib's mir volle Kanne. Und ja, dann denkt natürlich jeder sofort an Bolero. Na, Bolero, tam, da, 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 da. Ja, aber das ist langweilig, das kennt jeder. Und außerdem zieht sich der Bolero so lange dahin. Oh, das ist ein bisschen mühsam. Deswegen habe ich euch als zweites Juwel etwas ausgewählt, das ein bisschen an den Bach erinnert. Ich habe euch mal bei den Musikbeispielen Bachs Toccata und Fuge auf großen Orchester von Seiji Ozawa, ein Japaner, da gebracht. Und das ist jetzt das gleiche Orchester, gleiche Dirigent, das ist Respighi, Pini di Roma, das Stück 141, Pines of Via Appia, also die Pinien der Via Appia. Also da kommt jetzt alles zusammen, was einfach nur Gänsehaut und schön ist. Also die Via Appia ist eine Straße, wo die Römer schon vor 1000 Jahren marschiert drauf sind, die gibt es ja heute noch. Und Pinien, ja, Pinien, Toskana, Rom. Und
Respighi. Respighi ist für mich eine totale Assoziation für mich, meine Kindheit. Ich habe halt, was war das Erste, was wir gehabt haben zum Musik hören? Das war doch ein Radio, oder? Geht's euch nicht auch so? Habt ihr nicht auch früher einfach ein Radio gehabt und vielleicht ein Kassettendeck oder Radio mit Kassettendeck? So, und wenn ich diese Pini di Roma, die Pinien Roms von Respighi höre, dann habe ich einen Flashback, wie ich als Kind vor meinem kleinen Kassettenrekorder gesessen bin. Es war gerade Gewitter draußen und dann spielt diese wunderschöne Musik, die so wunderschön aufbaut und dann rauscht aber der Sender so. Und heute noch, wenn ich jetzt den Respighi höre, höre ich dieses vom Sender vom Rauschen im Radio drin und wie ich da gerade auf Press, Rekord und Play drücke und hier den Respighi aufnehme, den schönen, und wegen dem blöden Gewitter habe ich totale so Rauschen drin in meiner Aufnahme. Ja. Pini di Roma, die Via Appia, Pinien der Via Appia, ein traumhafter Respighi, das ist schon späte Klassik, also romantische Klassik, da hören wir schon Musik, wie sie von den ganzen Filmmusik abkopiert, abgekupfert, 1:1. Das ist genau die Art von Musik, wo einem die Brust schwillt, wenn das Orchester da voll Kanne so langsam aufbaut bis zum totalen Exzess, ja, bis zum Grande Finale Vollgas reintrischt, bis uns so alles so richtig um die Ohren fliegt. Das ist Respighi hier für euch. Wieder etwas Pompöses, um euch so richtig schön zu begeilen. Ja, da habe ich jetzt eigentlich schon ganz schön viele Stücke gebracht, oder? Das ist ja heute wie Weihnachten und Geburtstag zugleich, oder? Ist Ostern auch noch dabei? Nein, ich weiß nicht. Sollen wir noch ein paar Zugaben machen? Ja, machen wir noch Zugaben? Gut, dann machen wir noch ein paar Zugaben, ein paar kleine Zugaben. Ja, was machen wir da? Ach ja, da hat doch einmal, ich habe das als bei meinen Soundsamples für die Petit, habe ich ja das Stück History Repeating gebracht. Oh, wie heißt denn das jetzt? Oh mein Gott, ich hab's jetzt. Es ist mir jetzt runtergefallen. Die Propellerheads und es singt Shirley Bassey, History Repeating. Und da hat mir bei den Soundsamples einer total nett kommentiert, dass von Jamal, das Original von Jamal, dass das eigentlich viel besser wäre. Na gut, dann schließen wir uns an. Zugabe, Jamal, History Repeating, das Original. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr witziges Video und ich kann mich nur schief und krumm lachen, wenn ich es sehe. Deswegen kann ich euch ja gar nicht vorenthalten. Ne? Zugabe Nummer zwei. Wir haben noch zwei Zugaben. Also die Zugabe Nummer, eigentlich drei. Die letzte Zugabe sind ein paar Links von Ghost in the Shell, von dem Film Innocence. Das könnt ihr euch nachher ansehen, wie ihr Lust habt. Aber die Zugabe Nummer zwei, passt jetzt überhaupt nicht dazu. Die passt eigentlich viel mehr zum Respighi und nicht zu Jamal. Ich hätte das umdrehen sollen. Egal, jetzt ist es, wie es ist. Die Zugabe Nummer zwei ist Lament of Gilgamesch. Die goldene Lyra von Ur. Die goldene Lyra von Lyra, eine Lyra, das ist sowas wie eine Harfe, bling, bling, ja, von Ur. Wer kann damit etwas anfangen? Wahrscheinlich niemand. Deswegen muss ich es euch ja bringen. Ur ist eine sumerische Stadt. Die sumerische Stadt hat es gegeben vor 5000 Jahren. Und ja, wie man diese Stadt ausgegraben hat, ich glaube 1920, irgendwo so, hat man da Ausgrabungen gemacht, hat man tatsächlich ein Instrument gefunden. Und zwar wurde das Instrument so sorgfältig ausgegraben, dass eine Replikation dieses Instrument möglich war. Das heißt, man hat eine Replika gebaut von einem Instrument, das 5000 Jahre alt ist, wo die Sumerer damit gespielt und dazu gesungen haben. Also wenn uns das nicht von den Socken haut, was denn bitte dann? Ein 5000 Jahre altes Instrument, ist das geil? Ja, da müsste eigentlich jetzt nur noch das Didgeridoo von den Australiern da mitspielen, von den Aborigines. Das ist ja auch so uralt angeblich. Auf jeden Fall ist diese goldene Lyre von Ur insofern genial, wenn der hier das Lament von Gilgamesch, ich denke Gilgamesch, sagt euch das was, das war ein Herrscher von den Sumerern, der ist halt berühmt, der Urheld schlechthin. Und dieses Lament, das heißt, es ist ein Trauergesang, der ist jetzt gestorben, der hat sich hingelegt und steht nie wieder auf.
He has laid down, he of the perfect body. So geil, der Text, allein der Text ist schon so geil. Und jetzt spielt da dieser Professor von einer Universität, ein Geschichtsprofessor, spielt da das, und der hat sich das wirklich gut gemacht. Wie er das darbringt, ich habe mir andere Sachen angesehen, wie Sumera da, das ist ja eigentlich, das ist ja bei den Arabern da. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, Iran, Bagdad, irgendwo die Gegend. Auf jeden Fall, die singen heute noch so, und es gibt auch heute noch Instrumente, die so ähnlich sind bei denen. Aber genial. Er singt im Stil, wie das Original ist, und er spielt ein Instrument, das ein Nachbau dieses alten, 5000 Jahre alten Instruments ist. Das heißt, was wir hier hören, ist Musik, wie sie vor 5000 Jahren war. Also wenn das nicht geil ist. Ich kriege auf jeden Fall Gänsehaut, wenn ich das höre. Das ist wie von einer, das ist Alien, das ist so fremd, das ist so genial. Haut mich total geil. Wirklich. Traumhaft. Die letzte Zugabe, die ist als Video unheimlich lang, weil Echoes, ja, Pink Floyd, ich kann euch Pink Floyd nicht vorenthalten, kann ich, das wäre schon fies. Pink Floyd ist Pink Floyd, Pink Floyd ist einfach Pink Floyd. Ein Juwel des Internets, Echoes, ich habe deswegen gewählt, weil es hypnotisiert. Wenn du dir das anschaust, Echoes mit Bildern von einer AI, Artificial Intelligence, generiert. Das Lied an sich ist ja genial. Ich habe die Platte, man hat sich das früher am Plattenspieler, hat man sich noch die Zeit genommen. Heute tut man ja nur mehr zepp, zepp, zepp. Aber früher hat man sich da hingesetzt, hat das angehört, und mit den Bildern von der Artificial Intelligence schaffen wir das sogar heute noch. Das ist, glaube ich, auch ein geiles Beispiel nach dem 5000 Jahren alten Instrument. Wieder ein Brückenschlag zur heutigen Zeit mit der Musik von Pink Floyd aus den guten alten 70er Jahren, als wir alle noch jung und dumm waren und so richtig unvernünftig und geil, ne? Aber das sind wir heute eigentlich auch noch. Aber ja, egal. Das waren Juwele aus dem Internet. Ich hoffe, das hat euch jetzt gefallen und ihr habt hier ein paar Musikbeispiele bekommen, die euch interessieren. Ihr könnt jetzt natürlich ganz gerne auch noch Beispiele bringen in den Kommentaren, aber bitte eins oder vielleicht zwei, jetzt nicht das solche. Das ist, weil sonst wird das für die anderen wieder. Das immer so ein, zwei, wisst ihr, was Gutes ist. Und so bereichern wir uns alle gegenseitig. Und vielen Dank auch an die E-Mails, Leute, die mir schreiben, das freut mich immer. Und bitte Verzeihung, wenn ich nicht gleich antworte. Ich habe ziemlich Stress im Moment beruflich. Ja, und die gute Silenus Faber wird auch hoffentlich bald fertig. Ihr seht schon, da ist schon wieder was passiert. Da passiert ständig was. Ich gebe mir Mühe und ich habe immer volles Programm. Dann bedanke ich mich vielmals, dass ihr eure Zeit für mich gehabt habt, dass ihr dabei wart, und ich freue mich, wenn wir uns zum nächsten Mal wieder sehen. Ciao, baba. Bonobo hat